Ina Iske, Kurt Schwän. Er spricht Margot Ziegenrücker. Fünfter Abschnitt: Kindermusiktheater. Einen bedeutungsvollen Abschnitt in Leben und Werk von Kurt Schwän nimmt seine Arbeit mit dem Kindermusiktheater ein. Nicht zuletzt ist das auf die 1958 entstandene szenische Kantate König Midas, Text Günter Kunert, zurückzuführen. Seit langem im Musiklehrplan der Klasse 5 aufgenommen, gehört sie zu den beliebtesten Stücken im Musikunterricht unserer Schüler. Woran liegt es, dass sich dieses Stück so durchgesetzt hat und immer aufs Neue die Herzen der Kinder erobert? Die Fabel geht auf die griechische Sage von König Midas zurück. Er wünschte sich von dem Gott Bacchus als Geschenk, dass alles zu Gold werde, was seine Hand berührt. Zunächst ist er begeistert von dem Wunder, Steine und Blätter vergolden zu können. Doch als sich auch Brot und Wein verwandeln und er zu verhungern droht, fleht er um Rücknahme des Geschenks. Das geschieht zwar, doch als Denkzettel erhält Midas zwei lange, graue Eselsohren. Sie sollen ihm und allen, die habgierig und dumm sind wie er, als abschreckende Warnung dienen. Allein die Fabel ist schon sehr reizvoll und die bildhafte Sprache sowie die unaufdringliche Didaktik des Werkes sprechen Kinder an. Entsprechend der einfachen Handlung ist auch die Musik ohne ausschmückenden Ballast, stellenweise beinahe holzschnittartig, schlicht und naiv. Nichts von kindertümlicher Eingängigkeit, dafür kindgemäße Frische und Unbekümmertheit. Quarte und Quinte spielen für die Melodik eine bestimmende Rolle. Bereits das Eingangsthema ist typisch für Schwäns Neigung zur Asymmetrie. Fünftaktig, aus zwei und drei Takten zusammengesetzt, erweckt es den Eindruck eines ständigen Wechsels der Taktart. Es herrschen B-Tonarten vor, besonders S-Dur, nur der Schlusschor mit der Verallgemeinerung des Geschehens steht in C-Dur. Tonartenwechsel haben oft dramaturgische Gründe, zum Beispiel bei der Warnung von Bacchus. Damit erfolgt ein bewusstes Absetzen von dem törichten Wunsch des Midas, was noch verdeutlicht wird durch die Umkehrung des Motivs. Bitonal gestaltet Schwän den Auftritt des vom Esel gefallenen Bacchus, bei dem zur Grundtonart B-Dur die Klarinette ein A-Dur-Motiv im Walzertakt dudelt. Es verwundert nicht, dass der Komponist immer wieder von Kindern Briefe erhält, in denen sie erzählen, wie sie seinen König Midas in der Schule szenisch spielen. Oft liegen ganze Serien von Bildern bei, die sie zu dem Stück gemalt haben, Zeichen ihrer intensiven Auseinandersetzung. Solche spontanen Reaktionen, wie auch die häufige szenische Aufführung durch gute Kinderchöre im In- und Ausland, haben in Schwän den Wunsch geweckt, selber mit Kindern in einem Theater zu arbeiten. 1973 realisieren sich seine Vorstellungen. Zusammen mit der Buchautorin, Musikpädagogin an der Karl-Marx-Universität, gründet er in Leipzig die Arbeitsgemeinschaft Kinder-Musiktheater. Aufgenommen im Haus der jungen Pioniere Georg Schwarz, steht ihm nun eine Experimentierbühne zur Verfügung, wo er mit Kindern auf vielfältige Weise musikalisch arbeiten kann. Selbst kinderlos hatte er stets ein enges Verhältnis zur jungen Generation, was unter anderem auch aus seinen vielen Patenschaften zu Schulen hervorgeht. Immer sieht er im Kind das unverdorbene, allem Guten und Schönen offene Geschöpf, ungehemmt und voller Fantasie. Mit seinen Leipziger Kindern arbeitet Schwän wöchentlich 2 Stunden. Die Proben sind kurzweilig und abwechslungsreich. Die Freude und das Vergnügen an Musik, Spiel und Bewegung stehen im Vordergrund. Meist beginnt KS, wie ihn die Kinder nennen, mit rhythmischen Erfindungsübungen. Dabei steht er an 2 Tom-Toms und gibt rhythmische Impulse. Die Kinder denken sich Sätze aus, die sie dann rhythmisch, manchmal auch melodisch gestalten müssen. Schnell werden sie dabei pfiffig. Plappern sie zunächst ihre Worte langweilig herunter, so merken sie durch kleine Hilfestellungen sehr schnell, wie sich das interessanter und spannender machen lässt. Als wichtig erweisen sich dabei Pausen, um einer allzu gefälligen Gleichförmigkeit zu entgehen. Sie machen zugleich auf Bedeutungsänderungen im Satz aufmerksam. Hält jemand eine wichtige Pause immer wieder nicht ein, hilft schlagartig eine drastische Maßnahme. Schwän hält dem Betreffenden den Mund zu.
Bei der Probenarbeit geht es oftmals herzerfrischend unkonventionell zu und das didaktische Prinzip vom Einfachen zum Schwereren wird nicht selten durchbrochen. Doch tut das der Begeisterung der Kinder und dem Erfolg nicht den geringsten Abbruch. Anfänger aus dritten Klassen, die keinerlei besondere musikalische Befähigung nachzuweisen brauchten, führten bereits nach 4 Monaten Schwäns Kinderoper Die Weltreise im Zimmer, Text Günter Kunert, auf, wobei Instrumentalisten der Musikschule begleiteten, also nicht wie sonst gewohnt allein der Komponist am Flügel. Das Stück dauert 40 Minuten. Es geht musikalisch weit über das hinaus, was Schüler der dritten Klasse sonst singen und spielen dürfen. In Ermangelung geeigneter Werke entstehen neue Stücke unterschiedlicher Art, von szenischen Etüden über musikalische Erzählungen bis zu einer Reihe Kinderopern, unter anderem Pauken Emil und Trompete, Siedlung Karl Marx, Ein Krug mit Oliven. Sie sind auf die konkreten Bedingungen der einzelnen Gruppen zugeschnitten. Schwän ist Lehrer und zugleich Schüler seines kleinen Theaters. Nicht nur, dass er zu neuen Stücken angeregt wird, im Ergebnis der Probenarbeit ändert er an seinen Kompositionen, selbst nach Aufführungen und sogar Drucklegung. So gesehen sind seine Kinderopern Versuche im Brechtschen Sinne, die, indem sie Veränderungen bewirken sollen, sich selbst verändern. Ausstrahlung erfährt die Arbeit durch Schülerkonzerte, Demonstrationsveranstaltungen, Arbeitstagungen der Karl-Marx-Universität zum Thema Kindermusiktheater. Nicht zuletzt durch einen Fernsehdokumentarfilm Im Spiel sich erkennen und das Buch Schwäns Kindermusiktheater in der Schule. 9 Jahre arbeitete der Komponist als künstlerischer Leiter des Leipziger Kindermusiktheaters und schuf ein nachahmenswertes Modell. Bacchus, Bacchus, sei mir hold, mach das alles wird zu Gold, was meine Hand berührt, was meine Hand berührt. Midas, sei kein Tropf, bedenke es in deinem Kopf, was dir da alles passiert, was dir da alles passiert. Bacchus, Bacchus, sei mir hold, mach das alles wird zu Gold.